Dieser Trick wird auch Advanced Rainbow genannt, weil man ähnlich wie beim Rainbow den Ball über sich selbst befördert. Ihr schießt zunächst den Ball mit der Hacke eures einen Fußes gegen die Fußspitze eures anderen Fußes und macht mit eurem anderen Fuß eine Bewegung nach oben. Wenn ihr den Ball dann nach oben befördert habt, schießt ihr den Ball mit der Hacke eures starken Fußes über euch selber und über den Gegner und seid dann vorbei. Dieser Trick kann einerseits dazu benutzt werden, um über einen grätschenden Abwehrspieler rüber zu springen, und die andere Möglichkeit ist, dass ihr zwischen zwei Abwehrspielern durchgeht bzw. durchspringt. Für diesen Trick klemmt ihr den Ball zwischen den beiden Innenseiten eurer Füße ein und springt dann nach oben. In der Luft müsst ihr darauf achten, dass ihr den Ball dann möglichst schnell wieder aus eurer Klemme befreit, damit es nicht als eine Ballklemme gewertet werden kann. Bei diesem Trick rollt ihr den Ball zuerst an und macht dann mit demselben Fuß gleich einen Übersteiger über den Ball. Und daraufhin legt ihr dann gleich mit der Innenseite des anderen Fußes den Ball in die andere Richtung, um euren Gegner zu verwirren und vorbeizulaufen. Beim Dragback bleibt ihr erst vor eurem Gegenspieler stehen, zieht den Ball dann mit der Sohle nach hinten und führt den Ball dann weiter direkt in einer flüssigen Bewegung mit der Innenseite hinter eurem Standbein vorbei. Hierbei müsst ihr auf einen möglichst flüssigen Bewegungsablauf achten.